Frage, die ich mal versuche kurz zu beantworten. Also das Wichtigste ist eigentlich erstmal die alte Seite kennenzulernen, im Idealfall durch Analysen mal rauszufinden, was wird denn da genutzt, was ist denn attraktiv, was gefällt uns nicht. Und dann eine neue Seite zu planen, gut zu machen und nicht vergessen, die alten Leute mitzunehmen, Nachsendeaufträge einzurichten, also Weiterleitung. Und sich nicht zu viel mit Technik zu beschäftigen, sondern mit der Frage, was interessiert denn unsere Zielgruppe? Also wann ist denn die Webseite wirklich attraktiv? Es gibt immer Alternativen. Also unbedingt braucht man gar nichts. Je professioneller man sein will, desto professionellere Partner braucht man. Aber wenn man selber weiß, was die eigenen Leute interessiert, dann reicht auch ein blöder Webbaukasten. Blöde in dem Sinne, dass es natürlich nicht die technische Offenbarung ist. Aber wenn jeder damit arbeiten kann, ist das manchmal besser, als sich professionell was hinsetzen zu lassen, was dann 3 Jahre ungepflegt bleibt. Ja, also einmal wirklich auf die Weiterleitung, den Umzug von der alten Webseite und dann wirklich auf die Frage, was will ich denn eigentlich mit der Webseite erreichen, also eher auf die strategischen Ziele. Geht es darum, die bestehenden Leute, also meine aktive Gemeinde, einfach mit Informationen zu versorgen? Brauche ich vielleicht Bindungsmedien wie eben E-Mail oder Social Media, damit die Leute überhaupt wiederkommen, damit ich sie darauf aufmerksam machen kann, wenn da tolle Beiträge sind? Oder ist es eher so eine Visitenkarte, auf der einfach Öffnungszeiten, Treffpunkte und solche Sachen stehen? Ja, 0 bis 80.000. Nein, das kommt eben drauf an, wie professionell mein Partner ist, ob ich das selber mache. Also es gibt wirklich Webbaukästen, die kosten 5 Euro im Monat und ja, bieten jetzt nichts Besonderes, aber bieten erstmal alles, was für eine kleine Gemeinde auf jeden Fall ausreicht. Und wenn ich dann professioneller sein will, wenn ich dort auch eigene inhaltliche Angebote machen will, wenn ich Online-Fundraising darauf machen will, dann kann das schon auch mit Begleitung von einer professionellen Agentur ein paar tausend Euro kosten.